Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 10 Fakten über Luke Mockridge. Ich hatte einfach nochmal mega Bock, ein Faktenvideo über Luke Mockridge zu machen, also fangen wir gleich mal an. Fakt Nummer 1. Die Mockridges, eine Knaller Familie. Das Oberhaupt der Familie, Bill Mockridge, gab seinen 6 Söhnen nicht nur den Nachnamen weiter, sondern vererbte ihnen auch sein außergewöhnliches Unterhaltungstalent. Er stand über 24 Jahre für die Lindenstraße vor der Kamera und ist bis heute als Moderator tätig. Auch die Mama Mockridge, Margie Kinski, arbeitet als Schauspielerin und Kabarettistin. Im WDR erhielt die Familie im Jahr 2015 sogar eine eigene Sendung unter dem Namen Die Mockridges, eine Knallerfamilie. Fakt Nummer 2. Kindheit mit 5 Brüdern. Wie ihre Eltern sind alle 6 Jungs in kreativen Bereichen tätig. Der 30-jährige Komiker Luke integriert häufig die ein oder andere Geschichte aus dem Familienleben in seine Auftritte. Sich selbst bezeichnet er als sogenanntes Sandwich-Kind, das Kind, das sowohl ältere als auch jüngere Geschwister hat und sich mit der abgetragenen Kleidung der Großen zufrieden geben muss. Trotzdem spricht er oft positiv über seine Kindheit und mit seinen Programmen arbeitet er sich immer wieder an dem Jahrzehnt ab, in dem er geboren wurde, die 90er Jahre. Fakt Nummer 3. Kreative Familie, kreativer Name. Der Comedian ist zwar über seinen Künstlernamen Luke bekannt, heißt aber eigentlich Lucas Edward Britton. Zu verdanken hat er den bunten Namen seinem kanadischen Vater sowie seiner italienischen Mutter. Fakt Nummer 4. Beim Training von Bayer 04 Leverkusen. Der Fußball ist für den Komiker bis heute bedeutsam. Mit 16 Jahren erhielt er eine Einladung zum Profitraining des Vereins Bayer 04 Leverkusen. Auch wenn er nie Profifußballer wurde, so bindet er den Sport immer wieder in seine Sendungen ein, wie zum Beispiel das Projekt Luke, die WM und ich, anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahre 2018. Fakt Nummer 5. Bachelor in der Tasche. Neben seinem Beruf als Comedian hat Mockridge seit 2012 auch den Bachelor der Medien- und Kommunikationswissenschaft in der Tasche. Studiert hat er unter anderem in Kanada und in England. Auch wenn der Lehrstoff aus der Uni kaum mit seinem Beruf zusammenhängt, freut sich der Komiker heute über seinen Abschluss. Fakt Nummer 6. Musikalisches Multitalent. Er lässt kaum einen Auftritt aus, um seine musikalische Begabung unter Beweis zu stellen. Gibt man dem Comedian eine Gitarre in die Hand oder setzt ihn vor ein Klavier, kann er damit Hallen voller Fans mehrere Stunden am Abend bei Laune halten. Kaum zu glauben, aber beigebracht hat er sich das Ganze selbst und auch seine Stimme stammt nicht von schlechten Eltern. Von gefühlvollen Balladen über improvisierte Rap-Songs bis hin zu Singles aus den 90er Jahren. Der Comedian bindet in jede seiner Shows eine lustige Musikpassage ein. Fakt Nummer 7. Diese Rolle spielen Hella von Sinn und Dirk Bach in seinem Leben. Dank des von seinem Vater in Leben gerufenen Improvisationstheater Springmaus hatte der 30-Jährige das Glück, zwei deutsche Comedy-Legenden als Taufpaten zu bekommen. Dirk Bach und Hella von Sinnen. Von Sinnen sitzt als festes Mitglied in der Sat.1-Sendung Genial daneben häufig gemeinsam mit Mockridge. Fakt Nummer 8. Deutschland, Italien oder Kanada. Auch wenn der Comedy-Star in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, steht in seinem Ausweis eine andere Staatsbürgerschaft. Dank seiner Eltern kann sich der Komiker als Kanadier und Italiener bezeichnen. Deutschland betrachtet er allerdings bis heute als seine Heimat. Fakt Nummer 9. Mathe ist ein Arschloch. Neben etlichen Sendungen und einem Bühnenprogramm hat der Comedian es geschafft, ein Buch zu verfassen. Darin beschreibt er auf lustige Art und Weise seine Erfahrungen und Erlebnisse aus seiner Schulzeit. Sein Ziel war es, dass sich seine Leser mit den Geschichten identifizieren können. Das Thema Schule beschäftigt ihn bis heute und sorgt außerdem für ein weiteres Format in seiner Sendung. Luke, die Schule und ich. Dort lässt er Promis gegeneinander antreten und die Schulbank drücken. Fakt Nummer 10. Vom Newcomer zum erfolgreichen Live-Act. Der Comedian hat schon einige Preise in seinen Trophäenschrank stehen. Zu einem schnellen Aufstieg kam es im Jahr 2013, als er in der Kategorie Bester Newcomer den Deutschen Comedy-Preis gewann. 2017 räumte er dort doppelt ab. Zum einen erhielt er den Preis als erfolgreichster Live-Act,
Zum anderen wurde seine Show Luke die Woche und ich als beste Comedy-Show ausgezeichnet. Dank seines Videoalbums vom I'm Lucky I'm Luke hat er auch eine goldene Schallplatte. 2018 wurde ihm erneut der Preis als erfolgreichster Live-Act verliehen. So, das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben und hinterlasst einen positiven Kommentar. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, was euer Lieblingsfakt war. Mein Lieblingsfakt war auf jeden Fall das Training von Herrn Filiolo. Krass, dass er auf jeden Fall so hoch trainieren konnte bei der Fußballmannschaft. Aber schreibt mal euren Lieblingsfakt in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video und ciao!